Es wird Zeit für ein bisschen mehr Mario Party Island. Wir werden jetzt bei der Party heute mal uns dem nächsten Modus widmen, und zwar dem... Ja, nimm mal die Raketenrallye. Warum nicht? Geh mal von links nach rechts. Raketenrallye. Heute nehmen wir mal nicht Luigi, wir nehmen... Ja, nimm mal Toad. The White Choice. Spielen gegen die Kerle und haben Spaß dabei. Es lädt. Oh, der Würfel! Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Es steht ja drauf, dass es nur so, keine Ahnung, wie lang gehen soll. Nicht lang auf jeden Fall. Raketenrallye. Rosalina! Hey! Ihr Waifu-Facts! Rosalina, eure Waifu ist hier. Willkommen zu Raketenrallye in den Weiten des Weltalls. Verwende Booster, um die Zahl auf seinen Würfeln zu erhöhen, wer zuerst ein Ziel ist, gewinnt! Okay. Gut, zuerst würden wir um die Zugreihenfolge. Ich bin eh wieder Letzter. Genau, ich werde der Letzte. Das war übel zu erwarten. Dankeschön, Spiel. Wenn ich nur irgendein einziges Mal in diesem Let's Play auch Erster sein werde, dann lache ich. Die Party los, die Party! Noch 3 Runden bis zum nächsten Bonus-Minispiel. Ja, aber Luigi, mach mal. Der würfelt. Der kann nur 0 würfeln, verstehe. Hat aber eine 2. Was bringt das jetzt? Erhalten. Kann man die irgendwie benutzen dann oder was? Auch guck mal, da im Hintergrund sind die Mario Galaxy Planeten. Wiederverwertung von alten Spielen. Lustig, interessant. Insider-Witze, keine Ahnung, was auch immer. Ja, aber das da hinten ist der Planet von Galaxy, der erste, da wo man die Hasen fangen muss. Und da hinten rechts in der Ecke ist der Lava-Planet, der Bowser in Mario Galaxy irgendwie aufbaut oder sowas. Sieht schick aus. Mario Time. So, dann würfel mal. Eine 5 hat der Junge, das ist viel zu viel für ihn. Er kriegt aber keinen Booster deswegen, weil er zu viel gewürfelt hat. Na, immerhin ausgleichen die Gerechtigkeiten. 20 Felder, Mann, ist der weit vorne. Das sind nur 25 Felder. Nebenbei, was mich interessiert ist. Na, verwendest du einen Booster, erarbeitet verdoppelt. Verstehe, oh, das hört sich interessant an. Und ich würfel eine 1. Ja, dankeschön. Aber diese Booster können praktisch sein. Das heißt, wenn ich einfach warte bis zum Ende und dann 3 Booster habe und dann mit den mal 3 Booster und eine 5 würfel, dann komme ich 15 nach vorne. Ich glaube, das behalte ich mir. Alle mal bitte hersehen. Das ist ein Ereignisfeld. Welcher Land wird zu einem per Roulette ausgewählten Rivalen teleportiert? Okay. Dann mach mal, Waluigi. Dann mach mal. Wenn man viel Glück hat, kann man dieses Menüspiel da rein theoretisch auch in wie viele Runden beenden? Vielleicht in 3, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Wenn man dauert nur 5 würfelt und dann in der letzten Runde vor dem Menüspiel dann seine Booster verwendet, könnte man das eigentlich schaffen. Würfel, Zahl mal 2. Der kann es wohl nicht abwarten, seine Booster zu verwenden. Hat der Mario gerade weggeschlagen? Ne, achso, das hat nur eine schöne Animation. Und Mario macht kein Verdoppeln. Er macht nur plus 2. Und kriegt keinen Booster. Naja, es wäre ganz toll, wenn ich jetzt noch einen Booster kriegen würde. Los geht's, Toad. Würfel, würfel um die Bude. Würfel eine 10, würfel eine 5, würfel eine 3. Das ist auch okay. Nein, eine 3 bringt mir nämlich nichts. Ich hätte ganz gerne noch einen Booster gehabt. Ich bin so weit hinten, das gibt's gar nicht. Ich will meinen Booster noch nicht benutzen. Vor allem, wenn die Kerle jetzt eine 1 oder eine 2 werfen. Ah, ne, er benutzt seinen Booster. Trotzdem, mit einer 1 könnte er immer noch bei mir landen. Also eine 2 quasi. Ne, aber er will eine 6, okay. Und er kriegt gleich noch einen Booster dazu. Wunderschön, dieses Minispiel, also dieses Brett hier geht irgendwie generell nur im Glück. Ich meine, es kommen ja nicht mehr Minispiele. Fast schon, als wollten die Hersteller sagen, unsere Minispiele sind langweilig. Am besten spielst du gar das keine, erst gar keine. Wäre irgendwie saudoof, wenn man dann die 0 würfeln würde, wenn man gerade mal 3 hat. Stell ich mir irgendwie saudumm vor. Ja, machen wir immer mal. Auch er verdoppelt nicht. Er riskiert es. Eine 2, ihr könntet zu mir kommen. Du wirst teleportiert. Na komm, auf zu mir!
Auf! Nein! Warum zu Wario? Wäre doch viel lustiger, wenn er zu dir gekommen wäre. Eins nach vorne, das hat es irgendwie nicht sehr viel gebracht. So, wenn ich eine 4 würfele, kann ich ebenfalls zu einem... Ja, das wird mir nicht was bringen. Eine 4 hätte ich ganz gerne. Ja, das wäre ganz lustig. Eine 4 oder eine 5? Komm, gib mir eine 5 oder eine 4. Eine 5 ist auch okay, danke schön. So, zu Waluigi würde ich gerne gehen. Komm auf zu Waluigi. Ach, Mensch. Da will ich doch nicht hin. Das ist ein Feld vor. Das brauche ich nicht. Na egal, so, dann kommt jetzt das Bonus-Minispiel, oder? Ja, Minispiel und Booster. Ich bekomme 3 Booster, wenn ich Erster werde. Das heißt, ich würde gewinnen, wenn ich Erster wäre. Eiskarpade. Bin ja mal gespannt, was ich hier machen muss. So, halte dich so lange auf dem Eis, bis alle deine Rivalen baden gegangen sind. Baden. Ich frage mich, ob Nintendo hier ein Wort beabsichtigt hat. So, was für Gefahren gibt's? Es gibt Pinguine. Okay. Pinguin. Na, mal Pinguine. Ich muss aufpassen, dass ich in keinen Pinguin gerade, sonst bin ich weg. Das war's schon soweit. Ein großer Pinguin. Das ist jetzt eigentlich nicht so wirklich schwer bis jetzt. Wobei, mit der Zeit wird's rutschig. Ja. Keine Runde gefallen irgendwie. Könnte langsam passieren eigentlich. Was passiert, wenn alle drauf bleiben? Ach, vergiss es, passiert nicht. Die sind alle relativ gleich runtergefallen. Irgendwann haben es aber nicht mehr geschafft, den Control-Stick zu benutzen. Oder das Shio-Pad, wie es hier heißt. Ich habe 3 Booster. Mal wie viel kann ich meine Würfel jetzt rein theoretisch eigentlich nehmen? Das wäre ein Spaß herauszufinden. Boah, 5 Booster. Was raub ist in dieses Bonus-Minispiel? Also wenn Waluigi jetzt gewinnt und ich meine Booster nicht mehr benutzen darf, dann werde ich böse. Boah. Wie unfair. Na, er wird eh nicht gewinnen. Komm, eine 1. Oder eine 0, das geht auch in Ordnung. Tja, Booster halten. Ach so, weil er sich bewegt hat, kriegt er auf dem gleichen Feld nochmal einen Booster, verstehe. Das hat irgendwie auch seinen Reiz, wenn man auf dem Feld ist, wo man einen Booster kriegt. So, Wario ist dran, der wird einen Booster benutzen wahrscheinlich. Oder doch nicht. Oder doch nicht. Er würfelt eine 3, sage und umwoben. Schön, er geht vorwärts zu Waluigi. Er ist gleich auf und ist erst dem ersten Platz. Und dann kommt noch der Mario hinterher, der dann mit seinen Boostern vielleicht doch boosten würde. Ich weiß es nicht. Ja, boostet, der macht mal 3. Man kann immer noch 12 würfeln. Und 15. Oh, was ein Glückskind. Was? Wow. Dieses Minispiel ging erstens nicht lang. Zweitens war verdammt unfair. Wow. Wow. Also, ich weiß nicht, was ich hierzu sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das war gerade wirklich der allergrößte Müll, den ich in meinem Leben je gespielt habe. Ne, ohne Witz, das war der allergrößte Müll, den ich in meinem Leben jemals gespielt habe. Ich habe gewürfelt, um zu würfeln, habe ein Minispiel gespielt, wo ich sogar gewonnen habe. Ja, Glück. Also Glück auf 5. Geschick müsste man hier auf 0 Pilze einstufen und Minispiele auf vielleicht 2. Ja, also Geschick und Minispiele würde ich hier auf 1 oder 2 reduzieren, wenn nicht also auf 0. Und Glück auf, ja, auf Glück ist auf voll. Besser geht's nicht. Okay, wenn man diesen Modus hier mal rausnehmen würde, wäre das Spiel schon mal besser auf jeden Fall. Und das ist halt Item, ja, Item Imperium, das, na, weiß nicht. Das gab's in anderen Mario Karts auch schon mal so ähnlich. Ich hoffe, dass die anderen Mario Party Dinger hier besser sind als das erste, was wir gerade, als wir die Raketen drin, die wir gerade hatten. Die geht gerade nebenbei 8 Minuten und keine 10 Minuten. Schlecht geschätzt, Nintendo. Ja, so viel dazu.
dann bis irgendwann anders mal wieder. Also dann auch wieder schon bis zum nächsten Mal.